Luft und hier kommen die Blutbestandsteile. Blut ist mehr als einfach nur roter Saft. Unter dem Mikroskop ist gut zu sehen, dass Blut verschiedene Bestandteile hat. Hallo, hier spricht wieder eure Medimikro. Heute geht es um die Blutbestandteile. Und zwar wurde ich von meiner jüngsten Zuschauerin gebeten, mal ein wenig über die Blutbestandteile zu sprechen. Die Blutbestandteile. Denn sie fragt mich immer, was sind denn die Seifenblasen? Und deshalb sollte ich jetzt mal Rede und Antwort sprechen. Also sie hat eine Mutter, die hat ein Mikroskop. Und diese kleine Wissenschaftlerin interessiert sich sehr für die Mikroskopie. Nächstes Jahr wird sie eingeschult. Und jetzt werde ich mal ein bisschen über die Blutbestandteile sprechen, die man mit einem Dunkelfeldmikroskop sehen kann. Ich werde aber auch ein paar Hellfeldaufnahmen und ein paar Computeranimationsaufnahmen zeigen, damit das Bild sich mal ein bisschen mehr zusammensetzt. Jetzt aber zu den Blutzellen. Na, welche nehmen wir denn? Hier, ein rotes Blutkörperchen. Klar, das ist für die rote Farbe verantwortlich. Und dann gibt es noch weiße Blutkörperchen und fast durchsichtige Zellen. Sehen aus wie Scheiben. Sie heißen Blutplättchen. Die roten Blutkörperchen haben eine wichtige Aufgabe. Sie transportieren als fleißige Taxis den Sauerstoff durch unseren Körper. Wo kommt er her? Natürlich aus der Luft, die wir einatmen. Bei jedem Atemzug füllen sich kleine Bläschen in unseren Lungen mit Sauerstoff. Dann kommen die roten Blutkörperchen zum Einsatz. Die kleinen Taxis schwimmen in den Adern bis zu den Lungenbläschen und nehmen eine Portion Sauerstoff mit. Huckepack, das geschieht sekundenschnell an Millionen von Lungenbläschen bei jedem Atemzug. Ja, und meine kleinste Zuschauerin, die sieht da ja immer Seifenblasen in dem, was ich hier mache. Und dann will ich doch mal erklären, was das in Wirklichkeit, was das hier sind. Diese runden Kugeln, diese, wie sie sagt, Seifenblasen, das sind rote Blutkörperchen. Man kann, wenn man sich rote Blutkörperchen anguckt, eine Menge rausfinden. Man guckt sich zum Beispiel die Größen untereinander an. Also das eine rote Blutkörperchen mit dem anderen roten Blutkörperchen wird verglichen. Man guckt sich aber auch die Zellstärke an. Man guckt sich die Oberfläche an. Manche sind sehr verformt, manche sind nur noch als Fragmente zu sehen, als Sichelzellen zu sehen. Manche haben spornartige Auswüchse. Darauf gehe ich jetzt nicht mehr weiter ein, aber ich wollte nur damit sagen, man kann, wenn man die roten Blutkörperchen anguckt, eine Menge entdecken. Grundsätzlich sind die roten Blutkörperchen aber für den Sauerstoff- und Kohlendioxidtransport in unserem Körper zuständig. Kommen wir zu den Immunzellen. Das sind auch Zellen des Blutes. Und zwar gibt es ja die Leukozyten. Leuko bedeutet weiß, also die weißen Zellen des Körpers. Ja? Und da gibt es die Granulozyten, die Monozyten und die Lymphozyten. Die Granulozyten, das ist die unspezifische Abwehr, die phagozytieren Bakterien, Viren und Pilze. Phagozytieren bedeutet, die essen Zellen auf und die haben so Verdauungsenzyme. Hier sind rote Blutkörperchen, die runden Gebilde und dazwischen, was sich bewegt, was sich da vorwärts schiebt, ein weißes, eine sogenannte Fresszelle. Die hat sich gerade über Bakterien hergemacht, sie umflossen und verdaut sie. Jeden Augenblick im Einsatz aus eigener Kraft. Man unterscheidet neutrophile Granulozyten, eosinophile Granulozyten und basophile Granulozyten. Das geht noch auf Paul Ehrlich zurück. Paul Ehrlich, der hat so vor 100 Jahren gelebt. Und heute kennen die meisten nur noch das Paul-Ehrlich-Institut.
Der Paul Ehrlich hat festgestellt, dass die Anfärbbarkeit dieser Granulozyten unterschiedlich ist. Und er hat das einfach so unterschieden, dass er sagt, die einen sind halt neutral, also neutrophil, neutral liebend. Die anderen sind eosinophil. Eosinophil, damit haben viele Probleme. Ich sag mal, das Synonym dafür wäre acidophil und also säureliebend. Und sie lassen sich also besonders gut anfärben in einem sauren Milieu. Und dann könnt ihr euch schon denken, was basophil bedeutet. Basisch liebend. Okay, also die konnte man also basisch anfärben. Und wer jetzt mehr auch in der Tierheilkunde unterwegs ist, Tierärzte, Tierheilpraktiker, Tierbesitzer, dem sei noch gesagt, es gibt auch noch die pseudoeosinophilen Granulozyten. Und jetzt seht ihr ein kleines Video über die Granulozyten. Hier eine Ader, strömendes Blut, das runde sind weiße Blutkörperchen. Jetzt hat sich gerade eine an die Wand angelegt und zwängt sich jetzt durch die locker gewordene Wand hindurch ins Gewebe. Jetzt ist dieses weiße Blutkörperchen durch und marschiert dem Feind entgegen. Granulozyten, das ist also unsere unspezifische Abwehr. Sie phagozytieren Bakterien, Viren, Würmer und Pilze. Hier seht ihr jetzt ein Bild. Da seht ihr ganz viele rote Blutkörperchen. Das ist eine dunkelfeldmikroskopische Aufnahme. Es geht jetzt halt darum, was sieht man bei der Dunkelfeldmikroskopie? Und ihr seht oben rechts einen eosinophilen Granulozyten. Ihr seht, ja, wie soll ich sagen, links und rechts diese hellbläulichen Kugeln. Das sind die neutrophilen Granulozyten. Etwas links unten noch den basophilen Granulozyten. Da ist auch noch ein Lymphozyt bei. Und das ganze andere sind halt die roten Blutkörperchen. Und dann gibt es noch ein paar Zwischenräume mit Blutplasma. Ja. So sieht es dann im Dunkelfeldmikroskop aus und so sieht es dann bei der Hellfeldmikroskopie aus. Und was Sie da in diesen winzigen Blutstropfen erwartet und wer Sie da empfängt, das sehen wir hier unter dem Mikroskop. Das Runde sind rote Blutkörperchen. Die rote Farbe kann man so nicht sehen. Die können sich aus eigener Kraft nicht fortbewegen, aber was da durchmarschiert, das ist ein weißes Blutkörperchen, ein kleines, einzelliges Tierchen. Granulozyt heißt es in der Fachsprache wegen dieser Granula, dieser kleinen Körnchen in seinem Zellleib. Und er gehört bereits zu unserem Abwehrsystem, denn er sucht nach Eindringlingen. Jetzt Bakterienalarm. Diese Stangen sind Bakterien. Die werden einfach umflossen von diesen Granulozyten und im Zellleib dann verdaut, denn in diesen kleinen Körnchen ist so etwas wie Magensaft. Jetzt müssen die Nächsten dran glauben. Erstmal abgetastet, als fremd erkannt. Und dann einfach niedergefressen. Fresszellen sind das. Für diejenigen, die sich mehr für die Tierheilkunde interessieren, das ist jetzt ein pseudoeosinophiler Granulozyt. Der sieht den eosinophilen Granulozyten relativ ähnlich, aber er hat doch noch mal größere Granula. Nur mal zur Unterscheidung, ja. Okay, jetzt sind wir aber wieder im menschlichen Bereich. Das ist jetzt ein Monozyt. Das sind einkernige Fresszellen. Wenn ihr das so ein bisschen anguckt, in der Mitte so eine graue Masse und der hat so eine, wie so eine Brille. Kennt ihr noch Puck, die Stubenfliege von Biene Maja? Da, das ist wie so eine, ist ein Kern, ja, der ist so ein bisschen gelappt. Und das ist halt der Monozyt. So ein Monozyt wird bis zu 20 Mikrometer groß. Also deshalb auch die Riesenfresszelle oder Makrophage. Und der tötet nun Bakterien ab. In der Mitte ein Makrophage, der angelt sich gerade einen zappelnden, spindelförmigen Parasiten. Jetzt hat er ihn sich einverleibt
Mahlzeit. Und hier stülpt einer seinen Arm nach unten aus. Da versucht ein Parasit zu entkommen. Der Arm wird lang und länger. Wer hier Sieger blieb, wird nie jemand erfahren. Anders hier. Da versucht ein Parasit nach links zu entwischen. Der Fangarm strömt ihm nach, versucht ihn zu umfließen. Aber jetzt übernimmt ein Kollege die Beute. Sie arbeiten Arm in Arm. Und so sieht es dann bei der Computeranimation aus. Ruckzuck werden die Eindringlinge erkannt und bekämpft. Entdeckt eine Riesenfresszelle eine Bakterie wie diese hier, saugt sie die ein und verdaut sie in kleine Stückchen. Andere Abwehrzellen erstellen einen Steckbrief von der Bakterie und geben den an die Einsatzzentrale der Körperabwehr weiter. Hier. Von dort schwärmen viele kleine Helferzellen aus, die mit dem Steckbrief auf die Suche gehen und den Fresszellen zeigen, wen sie angreifen müssen. Die Abwehrzellen merken sich jeden Eindringling genau. Sie wissen deshalb beim nächsten Mal, dass er im Blut nichts zu suchen hat und können schnell losstürmen. Lymphozyten sind extrem wichtig. Als ich angefangen habe zu mikroskopieren, habe ich die ersten Male nicht so sehr auf die Lymphozyten geachtet. Aber das passiert mir nicht mehr. Also auf Lymphozyten achte ich extrem. Das ist somit mein wichtigstes Kriterium. Es ist, ich will nicht zu viel verraten. Aber ich achte sehr auf Lymphozyten. Bleib ich mal bei dem Thema stehen. Und deshalb kommt jetzt auch ein relativ langer Beitrag zum Thema Lymphozyten. Unser Körper besitzt ja so eine Art Sielsystem, eben die Lymphgefäße. Die sind am Ende offen und von da strömt nun Flüssigkeit und strömen Abfallstoffe ein und die werden in Richtung der Lymphknoten gepumpt. Lymphknoten sind so eine Art Filteranlage, die sitzen, Sie wissen das, unter der Achsel oder in der Leistengegend. Auch die Milz gehört übrigens dazu, so eine Art Superlymphknoten ist das. Und alle diese Lymphknoten stehen nun in Verbindung mit dem Blutgefäßsystem, mit dem Blutkreislauf. Das wird nachher noch wichtig werden, wir kommen darauf zurück. Und das alles ist, Sie haben es gesehen, grob schematisch. In Wirklichkeit sieht das dann ganz anders aus. Im Vordergrund, das Rote, eine Ader. Blutgefäß und darum gesponnen bereits Lymphgefäße. Hier sieht man die Lymphe, also die Lymphflüssigkeit strömen. Vorwärts getrieben, das sehen Sie vielleicht, wenn Sie genau hingucken, von diesen Klappenventilen. Und dass da einiges mitströmt, mitgerissen wird, das ist hier deutlich zu sehen. Und das Ganze eben in Richtung Lymphknoten gepumpt. Wir haben das Lymphsystem ein bisschen genauer angeguckt, weil da ganz bestimmte weiße Blutkörperchen zu Hause sind. Lymphozyten heißen sie folgerichtig, also Lymphzellen. Und die können nun in der Tat Antikörper herstellen, können sie wirklich zusammenbauen und aussenden. Diese Lymphozyten, genauer gesagt sind es B-Lymphozyten, wer das so genau wissen will, das hat aber nur historische Bedeutung. Die sind gekennzeichnet, das sieht man im Modell ganz schön, durch diese herausragenden Antikörper, diese greifenden Fangarme. So, aber zunächst mal sind diese Lymphozyten ungeheuer wanderfreudig. Ihr Stammquartier ist nämlich der Lymphknoten oder einer von den Lymphknoten und von dort wandern sie aus ins Blut, lassen sich da mittreiben, mitnehmen und irgendwann, wie das geht, haben wir ja auch schon gesehen, zwängen sie sich durch die Gefäßwand hindurch ins Gewebe, um dann irgendwann über die Lymphgefäße wieder zurückzuwandern in ihren Heimatlymphknoten. So, und spannend wird es, wenn Sie unterwegs
oder im Lymphknoten Bakterien begegnen. Die können Sie nämlich einfangen mit Ihren Fangarmen, vorausgesetzt, das passt. Und genau das ist in der Regel überhaupt nicht der Fall, denn jeder Lymphozyt besitzt einen etwas anderen Greifertyp. Das passt überhaupt nicht. Auch hier genauso wenig. Aber weil es eben Millionen unterschiedlicher Lymphozyten gibt, mit Millionen unterschiedlichen Greifertypen, wird irgendwann einer schon passend dieses Bakterium einfangen. Der hier hat ihn. Wird geschnappt und dann, das ist der entscheidende Augenblick, eingezogen in den Zellleib. Und das ist nun eine Art Signal, ein Startsignal für diese Zelle, ganz Gewaltiges zu tun. Sie vermehrt sich nämlich identisch zu vielen, vielen Tochterzellen. Und jede dieser Tochterzellen ist in der Lage, nun Antikörper zu produzieren und auszusetzen. Und zwar genau die Antikörper, die das Bakterium gefangen haben. So kommt diese ungeheure, eben genau auf den Erreger passende Antikörperflut zustande. Das ist das Rätselslösung. Aber nicht nur die B- und T-Lymphozyten sind mir wichtig. Die natürlichen Killerzellen sind mir auch besonders wichtig. Die natürlichen Killerzellen sind die Zellen, die Krebszellen abstechen. Vielleicht kennt ihr auch den Begriff CD57 aus dieser Borrelien-Diagnostik-Geschichte. Das sind auch natürliche Killerzellen. Also natürliche Killerzellen gibt es sehr, sehr viele verschiedene mit ganz verschiedenen Aufgaben. Man weiß aber, dass natürliche Killerzellen immer nur dann arbeiten, wenn sie auch genügend Vitamin D haben. Also die haben so Rezeptoren, so wie so kleine Fühler, die strecken sie so aus. Und wenn sie feststellen, da ist nicht genug Vitamin D, dann arbeiten sie nicht. Was da wuselt, das sind sie schon. Die großen dunklen Dreiecke sind Körperzellen. Die werden abgestochen. Jetzt. Nochmals deutlicher. Da kommt von oben eine Killerzelle an, tastet die Oberfläche ab. Von rechts eine andere Killerzelle. Und jetzt töten sie gemeinsam. Die Thrombozyten, das sind kleine korpuskuläre, kernlose Elemente des Blutes, die relativ stiefmütterlich oft behandelt werden. Und deshalb möchte ich heute ein bisschen mehr auf die Thrombozyten noch eingehen. Also, erstens, es heißt Thrombozyt, es heißt beim Arzt Thrombozyt und so weiter, aber es sind in Wirklichkeit gar keine Thrombozyten. Thrombozyt ist ein Begriff aus der Biologie und es geht dabei eigentlich um Zellen mit einem Kern. Das haben wir hier überhaupt gar nicht. Das sind eigentlich Plättchen, Blutplättchen auch genannt. Ja? Also rein vom Wortstamm ist es völliger Quatsch, die Thrombozyten zu nennen, aber er wird halt synonym benutzt. Thrombozyt wird synonym mit Plättchen oder Blutplättchen benutzt. Ja, okay. Wozu brauchen wir nun also die Thrombozyten, wenn sie denn so hießen? Wird ein Blutgefäß verletzt, sind es die Blutplättchen, die in großer Zahl in ersten Kontakt mit dem eindringenden Pathogen geraten. Hier stellt sich die Frage, ob Plättchen in der Lage sind, solche Eindringlinge abzuwehren. Genau, und darauf werde ich auch noch ein bisschen eingehen. Was ist jetzt erstmal ein Blutplättchen? Also wie schon gesagt, der Thrombozyt wird also synonym benutzt. Es gibt Megakaryozyten und das sind große Zellen im Knochenmark. Also die werdet ihr nie im Blut finden, ja? Und das sind auch Zellen mit Zellkern. Und die haben so... Die entlassen praktisch die Thrombozyten, also kleine Absprengungen. Und das Spannende daran ist, dass diese kleinen Absprengungen, die Thrombozyten, die Plättchen, dass die in der Lage sind, relativ clever noch zu reagieren. Das finde ich immer sehr spannend, so in der Biologie oder generell, so in der Physiologie.
dass die noch reagieren können, obwohl sie ja eigentlich gar keinen Kern haben und eigentlich keine wirkliche Zelle haben, weil das sind einfach nur so diese kleinen Stücke. Und das sind dann also unsere Blutplättchen, da wo der Pfeil drauf guckt. Ne? Diese kleinen grauen, das sind noch mehrere, aber erstmal da, wo der kleine, da, wo der, ja, wo der bräunliche Pfeil drauf zeigt, das sind sie. Die großen glänzenden Dinger, das sind die roten Blutkörperchen, leicht eingetrocknet. So sieht das dann im Dunkelfeld im Mikroskop aus. Ja, was sind nun die Aufgaben der Blutplättchen? Die Blutungsstillung und die Gerinnung. Das ist das, was am meisten eigentlich genannt wird. Und zwar können die so Fibrinnetze ausbilden. Also erstmal Fibrinfäden und dann sieht dann immer aus wie so mit so einem Buntstift gemalt. So kleine weiße Fäden halt. Sehr klebrig. Die meisten wissen aber nicht, dass es auch noch Entzündungsreaktionen gibt. Und zwar, wie zeigt sich eine Entzündung? Immer durch Schwellung, Hitze, Rötung. Das könnt ihr dann am Blutgefäß beobachten. Und Blutplättchen sind auch in der Lage, eine Infektabwehr zu gewährleisten. Also sind in der Lage, Viren, Bakterien, Pilze und Protozoen an sich zu binden und mit einer Stimulierung auf die Bindung zu reagieren. Also das ist im Grunde genommen wirklich wie bei einem Spinnennetz. Nur dass die Spinne jetzt das Blutplättchen ist und dass die Spinne ja eigentlich in der Mitte bleibt und ihre eigenen Fäden nach außen so bringt. Wie gesagt, das sind kleine Teile ohne Zellkern, aber trotzdem sehr intelligent reagiert. Hier seht ihr jetzt wieder eine Dunkelfeldaufnahme. Und zwar da, wo der Pfeil hin zeigt. Das ist ein Thrombozyt, ein Blutplättchen. Aus ihm gehen nun ganz viele Fäden heraus und diese Fäden arbeiten auch so weiter wie bei einem Spinnennetz. Ihr seht auch, wenn ihr ein bisschen genauer guckt, noch mal ein, zwei, drei weitere Thrombozyten und dann wird das immer mehr netzartiger. Rechts im Bild habt ihr nochmal eine Großaufnahme, wie also praktisch diese Fäden aus so einem Thrombozyt herauskommen. Und der Thrombozyt ist also in der Lage, diese Fäden rauszubringen, aber auch, der kann den Inhalt seiner Granula rausdrücken. Und da sind ganz viele verschiedene Stoffe dann beteiligt. In der Computeranimation gleich sind die Blutplättchen in Gelb und die Fibrinfäden, die sind in Grün. Ihr werdet später an der Gefäßwand sehen, da sind lauter grüne Fäden gemalt, natürlich, ne? Das ist eine Computeranimation. Aber nur, dass ihr wisst, wie ihr euch orientieren müsst. Ihr seht dann einfach diese Fibrinfäden in Grün und auch ein paar rote Blutkörperchen da drin. Und das ist jetzt die Blutgerinnung, also das ist das Koagulat. So sieht die Blutgerinnung aus. Dass sich also diese Fäden spinnennetzartig, gewebeknäuelartig bilden. Die roten Blutkörperchen bleiben drin hängen und es werden auch noch ein paar andere drin hängen bleiben. Richtig, gut zuheilen soll so eine Wunde. Aber wer repariert eigentlich solche Verletzungen? Dazu gibt es im Blut die Blutplättchen. Sie sind gleichmäßig im Blut verteilt und warten auf ihren Einsatz. Wenn Sie eine Wunde oder Verletzung entdecken, dichten Sie sie in kurzer Zeit wieder ab. Dazu hängt sich ein Blutplättchen an das andere, bis Sie ein Netz bilden, das die Wunde zudeckt. Wie ein Flicken auf einem Fahrradschlauch. Das Blut gerinnt. Fäden aus Eiweiß machen den Flicken fest und gleichzeitig elastisch. Das Loch ist gestopft, die Wunde heilt und das Blut kann normal in unseren Adern weiterfließen, bis neues Gewebe nachgewachsen ist und alles wieder so aussieht wie vorher. Die harte Kruste auf der Haut fällt irgendwann ab und übrig bleibt höchstens eine kleine Narbe. Alles halb so schlimm. Wie ich nämlich schon erwähnt habe, sind diese spinnennetzartigen Fäden extrem klebrig.
Und es ist ein bisschen so wirklich wie bei einem Spinnennetz. Da halten jetzt oder da kleben jetzt die Bakterien, in diesem Fall jetzt hier Stäbchenbakterien gezeigt, kleben drin fest. Also ihr seht, wie das dann so gesponnen wurde, ne? Also ihr müsst euch das so vorstellen. Das ist jetzt eine Dunkelfeldaufnahme. Und ich habe Darmflora-Bakterien hinzugegeben, nur damit man mal so eine Reaktion sieht. So, jetzt werden diese Blutplättchen also ganz viele Fäden ausbringen, weil sie werden unheimlich stimuliert durch die Bakterien. Und ihr seht halt auch, wie diese Bakterien wiederum, das waren ja aktiv bewegliche Darmflora-Bakterien, die jetzt an diesen Fäden kleben bleiben. Rechts im Bild könnt ihr sehen, nochmal eine Nahaufnahme, da sind definitiv klebrige Bakterien drin. Und nun passieren verschiedenste Sachen. Das stimuliert wiederum diese Fäden noch mehr, aber die weißen Blutkörperchen können jetzt kommen, also die Granulozyten können jetzt kommen, die Neutrophilen-Granulozyten, und futtern diese Bakterien einfach auf. Die müssen sie also nicht weiter jagen, sondern sie sind schon fixiert. Das ist enorm wichtig zu begreifen, wie wichtig diese ganzen, ja, wie sie so miteinander hineinspielen. Hier nochmal ein bisschen ein dichteres Gewirr, also viel mehr Fäden nochmal. Und auch wie da die ja so in Cluster, in mehreren Gruppen gehalten werden. Ja? Nur, dass ihr das mal gesehen habt, wie das dann aussieht. Ja, hier möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich wollte ja heute einfach das Einfache mal zeigen. Was kann man generell sehen? Und daher möchte ich jetzt nicht so sehr Studien zitieren. Dennoch, es passt jetzt so wunderbar in das Thema hinein. Die Blutplättchen, die töten Borrelia garinii und auch Borrelia burgdorferi, B31 Stamm. Das sind immer diese Laborstämme, ne? Also Borrelia garinii B29 ist ein Laborstamm. Und jetzt eine Folie weiter, da könnt ihr es noch mal sehen. Borrelia burgdorferi B31 Stamm. Also diese Thrombozyten, Schrägstrich Blutplättchen, die produzieren Thrombin. Und das Thrombin ist Bakterizid. Und wenn wir von Borrelien sprechen, ist es also Borreliazid. Eine borreliazide Wirkung des Thrombin. So. Aber wie gesagt, das wollte ich jetzt nur kurz mal erwähnt haben. Ja, die Hämatokonidien, wie sehen sie also aus? Die sieht man nicht im Hellfeld oder nur sehr schlecht im Hellfeld. Wenn man sich mit dran gewöhnt, kann man sie auch erahnen. In der Enderlein-Gegend werden sie als Symbionten oder auch als Bionten bezeichnet. Auf diesem Bild sieht man eine ganze Menge. Also wer sich jetzt hier Spaß hat, mal einzugucken, ihr könnt auch mal Mikrozyten finden, ihr könnt ein paar neutrophile Granulozyten finden, ihr könnt Lymphozyten finden und ihr könnt auch noch eosinophile Granulozyten finden. Aber darum geht es ja jetzt erstmal nicht. Denn es geht jetzt darum, ihr sollt einfach nur gucken, worauf zeigt denn der Pfeil. Und der Pfeil zeigt auf ein Gewirr von kleinsten Partikeln. Und diese kleinsten Partikel bewegen sich und lagern Fette an. Ja, das ist das. Mehr erstmal nicht. Nur, dass ihr erstmal gesehen habt, es gibt diese Hämatokonidien und ja, sie begegnen einem im Dunkelfeld. Was ist nun Blutplasma? Also das Blutplasma ist ja der flüssige Bestandteil und enthält viele gelöste Stoffe und auch Antikörper. In diesem Animationsvideo wird dann von Blutserum gesprochen. Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Blutserum und einem Blutplasma? Das Blutserum ist das Blutplasma ohne Gerinnungsfaktoren. Also das hat immer was mit, das eine wird halt einfach nur abstehen gelassen und das andere ist das abzentrifugierte, ja? Wenn Blut nicht mehr fließt, sinken die Blutzellen zu Boden und oben setzt sich eine klare, leichtere Flüssigkeit ab. Das Blutserum. Ah, die kennen wir ja schon. Rote Blutkörperchen und weiße. Davon gibt es weniger, wenn wir gesund sind. Blutplättchen und Abwehrzellen. Und was noch? Winzige Teile von dem, was wir so essen. Eiweiße, Zucker, Vitamine und Fette.
Doch wie kommen die ins Blut? Mit dem Essen geht's los. Rein in den Mund und ordentlich kauen. Damit's nicht staubt, kommt Spucke dran. Die zerlegt die Nahrung schon mal in winzige kleine Stückchen. Hier die grünen. Schlucken nicht vergessen. Und ab geht's in den Magen. Der saure Magensaft löst dort Eiweiße und Fette aus dem Nahrungsbrei. Und durchgeknetet wird's auch noch. Weiter geht's im Darm. Mithilfe von Bauchspeichel und Darmbakterien werden alle Nährstoffe sortiert und in noch kleinere Portionen zerlegt. Die haben genau die richtige Größe, um durch besondere Schlupflöcher in der Darmwand zu gelangen. So gelangen die Nährstoffe ins Blut und werden dann im ganzen Körper verteilt. Egal, was man am Tag so tut, alles spiegelt sich im Blut wieder. Ob man zu viel gegessen hat, geraucht oder Alkohol getrunken hat oder ob man krank ist. Das Blut ist wirklich ein ganz besonderer Saft. Kein Wunder, dass Ärzte neugierig darauf sind, was sich darin so alles befindet. Ja. Und ich wünsche euch alles Gute. Ich danke euch für euer Interesse, für dein Interesse, für ihr Interesse, wie auch immer ihr angesprochen werden möchtet. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt oder euch überhaupt für irgendwas interessiert, dann könnt ihr irgendwie über Bukovitan an mich herantreten. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Leben. Macht es gut. Tschüss, eure Medimikro.